Hallo, hier ist der Basti Fantasti. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute mal beim Basti Fantasti Test. Denn der Basti Fantasti macht was mit euch heute mit. Ne, klar, wir machen heute eine richtig geile Sause. Denn der Basti Fantasti hat ja jetzt nicht nur den Burger getestet, nee, er hat auch die Gummitiere getestet. Und heute steht ein neuer Test für euch an. Und es ist auch ein guter Test, denn die Jahreszeit kommt jetzt. Es ist die Zeit zum Tee trinken. Ja, jetzt wird es kalt draußen. Braucht man es warm und kuschelig und deswegen werden wir heute zusammen Tee testen. Und ich habe mir heute einen Tee besorgt, etwas Gesundes, etwas Kräuterisches, etwas Krapunzliches, etwas Verschmunzliches, etwas Verlunzliches und etwas Verbuddelbuddelbuddelbuddelbuddeliges. Ja, denn der Basti Fantasti war heute einkaufen und hat natürlich den besten Tee in einer extra Preisklasse rausgesucht. Und wir testen ihn heute vor der Kamera, denn der Basti Fantasti war heute mal im Norma einkaufen und er hat von Norma Eigenmarke Cornwall sich einen Tee gekauft. Das klingt gut. Cornwall. Also ein guter Tee und der ist sogar Goldener Preis 2017 hat dieser Tee bekommen. Und da habe ich mich nichts nehmen lassen, um zusammen mit euch den Tee zu testen. Und hier ist er. Cornwall Kräuter-Honig-Vanille-Tee. Klingt schon mal, die Substanz klingt schon mal sehr gut. Ja, den testen wir jetzt. Ich muss sagen, er riecht. Man riecht ja immer, wenn man einkaufen geht, riecht man ja schon immer an den Packungen. Und das mache ich immer. Und er riecht sehr angenehm, sehr gesund, sehr kräutrig. Sehr wie eine kleine Kräuterhexe, die mit einer kleinen Sichel auf einer großen Kräuterwiese diese Kräuter gesichelt hat. Und hat die Sichel einfach besichelt und besichelt und gesichelt. Ja, also den Tee testen wir. Hier sind 25 Teebeutel drin. Und es sind super Substanzen drin. Aromatisierter Kräutertee mit Honig-Vanille-Geschmack. Wow, das ist doch ein Tee. Da kriegt man schon, wenn man die Packung anguckt, so richtig Lust auf die kalten Tage, um diesen Kräutertee hier zu genießen. Ich sag mal, die Bestandteile, auf jeden Fall ist eine Eigenmarke aus Norma. Und die Bestandteile sind natürlich Zutaten. Fenchel, 29% Fenchel. Wer kennt Fenchel? Fenchel ist ein Kümmerl. Aber sehr gesund und sehr lecker. Manche mögen es ja nicht, aber ich mag es. Dann ist da drin Pfefferminz, 22% Pfefferminz. Dann ist Anis drin. Anis, die gute alte Anis. Das ist hier wie, hallo Anis, grüß dich. Ja, aber die Anis haben sie hier reingepresst. Dann ist dazu, das ist 21% Anis. Dann ist Krause Minze, Honig-Vanille-Aroma, 6%. Melisse, 6%. Limonengras, Zitronenaroma, ohne Metallklammer, einzeln umhüllt. Wow, das klingt schon mal gut. Und wie der Tee schmeckt, den wir jetzt zusammen hier aufgießen werden, das sehen wir jetzt im folgenden Teil. Da wäre ich bekloppt oder was. Jetzt sind wir hier in meiner Basti-Fantasti-Hexenküche. So, wir kosten, stellen nochmal den Wasserkocher an. Jetzt haben wir eine Tasse. Ja, das müssen wir nehmen. Eine gute Tasse. Und da kommt natürlich der Tee rein. Also der gute Tee. Ich hoffe, man kriegt das jetzt mit einer Hand hier auf. Das ist ja super. Hier ist eine Reisflasche drauf. Die kann man aufreißen. Das haben auch nicht jede Tees, ne? Das haben auch nicht jede Tees. Boah, na okay, hat jetzt nicht ganz geklappt. Aber nichtsdestotrotz probieren wir den Tee. Ach, Mensch, das ist doch hier eine verfluchte Mist, oder was hier? Kräuter, ich brauche die Kräuter. Jetzt haben wir es auf. Und, was ich gut finde, ist, dass die Tees einzeln verpackt sind. Ja, das ist sensationell.
müssen wir den Tee noch ziehen lassen. Jetzt habe ich hier den Teebeutel, das sieht echt gut. Aromatisierter Kräutertee zieht seit 5 bis 6 Minuten und 100 Grad Wasser sollte man nehmen. So, da warten wir jetzt ab und sehen uns gleich wieder, wenn der Tee gut ist. So, weil ihr noch gesehen habt, ich habe noch zwei kleine Spatzer, zwei kleine Zuckerstücke dran gemacht. Also Basti Fantasti es süß mag und der Kräutertee ohne Zucker ist wie ein Basti Fantasti ohne Basti Fantasti. Ohne, also ihr wisst schon Bescheid. So, da sind wir wieder. Jetzt ist der Tee durchgezogen. Jetzt habe ich ihn hier in der Hand. In meinem wunderschönen Teegefäß. Der leckere Kräutertee. Honig, Vanille, außen Norma. Und den probieren wir jetzt mal ganz lieb. Also riechen tut auch schon mal sehr, sehr gut. Sehr kräuterisch. Ein bisschen das Vanillearoma. Und auch ein bisschen so dieses Honigaroma, was die Bienen gebient haben. Bienen haben gerummelt, gebummelt, gesummelt. Die haben einfach gerummelt. Dann verkosten wir mal den Kräutertee. Ja. Ja, doch. Ja, man schmeckt Kräuter durch. Also sind auf jeden Fall, wie man so nennt, ist es kein Kistenkratzkräuter. Also sind keine restlichen Kräuter, die aus anderen Kisten zusammengekratzt sind. Nee. Ich finde, die Kräuter schmeckt man. Ist eine Wohltat für den Hals auf jeden Fall. Ja, doch. Also, vom Geschmack sind sie schon mal sehr kräutrig. Man schmeckt ganz minimal das Honigaroma und das Vanillearoma. Das ist überhaupt nicht penetrant, das Aroma. Und es schmeckt gut. Ja. Gut, also würde ich jetzt mal sagen, auf jeden Fall, was ich auch praktisch finde, sind diese Beutel, die hier drin sind, also diese, dass die Tees nochmal extra in den Beutel eingepackt sind. Da sind sie nochmal ein bisschen Aroma versiegelt und somit hat man pro Tasse immer das perfekte Aroma drauf. Ja, aber auf jeden Fall von Cornwall, der Tea Company, Kräuter, Honig, Vanille-Tee, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Gebe ich auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ich suche den Tee mal raus und verlinke ihn unten. Ansonsten kriegt man auf jeden Fall auch in jedem Norma Supermarkt jetzt gerade um diese Zeit, wenn es draußen schon herbstlich wird und vielleicht auch schon Schnee schneit, es fällt runter vom Himmel, dann ist der Tee auf jeden Fall auch eine gute Ergänzung, um einfach mal auf dem Sofa sich breit zu machen und sagen, Mensch, heute geht Basti Fantasti Abendbrot, aber dafür guter Tee. Und Kornwall, Kräuter, Vanille. Also für den Tee gebe ich auf jeden Fall einen fetten Daumen nach oben. Ihr könnt natürlich auch einen fetten Daumen nach oben geben, wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn der Basti Fantasti auch weitere Produkte testen soll. Ihr dürft natürlich gerne auch ein Abo dalassen. Ja, das wäre super. Einen fetten Daumen hoch geben. Teilt das Video, postet es bei euch oder wo ihr so immer wollt. Und dann testet dort Basti Fantasti demnächst wieder etwas Neues. Und ja, aber wie gesagt, geht in euren Norma-Markt oder schaut unten in die Verlinkung, um diesen Tee zu erwerben oder andere genüssliche Tees. Ich verlinke einige Tees unten mit rein und dann genießt die kalte Zeit vielleicht demnächst auch wieder mit dem Basti Fantasti Abendgruß. Bis dahin sage ich schönen Abend euch, kommt gut dann in die Betten und wir hören uns beim nächsten Basti Fantasti Test wieder. Jo, da werde ich der Klopp oder was.